Ich habe nicht so wirklich eine gute Idee, wie man das anmoderieren sollte oder irgendeine witzige Begrüßung auf Lager. Von daher fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe euch ja in der letzten, kann man das Folge nennen? Ist das ein, also jedenfalls beim letzten Video habe ich euch die Castle Grayskull da hinten gezeigt. Und jetzt mache ich mal mit dem kleineren Segment weiter. Ich habe hier zwei Sets. Das sind einmal die Battle Ram, ich hatte es noch richtig im Kopf. Und hier die Battle Cat versus Roton. Also Battle Cat. Roton, also den Meermann im Roton. Ich nehme an, dass dieses Fahrzeug so heißt. Also ich kenne das hier nur aus der neuen Serie. Ja, ziemlich cool. Genau. Warum jetzt nur zwei Sets, beziehungsweise warum zwei Sets und nicht ein Set alleine? Ich habe zu den beiden Modellen relativ ähnliche Sachen zu sagen, weil das auch so das Preissegment unter 30 Euro jeweils ist. Das, was jetzt auch für kleinere Budgets im Rahmen der Möglichkeiten besteht. Und deshalb habe ich die so zusammengepackt, weil im Endeffekt die meisten Sachen werden sich doppeln. Und ja, das ist also das, was man, wenn ich jetzt noch Kind gewesen wäre, was in meinen Möglichkeiten außerhalb von Weihnachten oder sehr besonderen Anlässen gelegen hätte. Und da bin ich so gemischter Gefühle, wie das ankommt würde. Denn die Sets grundsätzlich, bevor ich jetzt groß über die Einzelheiten reden, ich finde, sie sind beide, zumindest bei dem Händler, bei dem ich sie bekommen habe, aber ich glaube, der hält sich relativ gut in die UVP, die sind mir beide mindestens 5, wenn nicht sogar 10 Euro zu teuer dafür, dass man die im normalen Markt an ein breites Publikum donnern könnte. Die Fans der Serie, die Fans der Figuren, die Fans von dem ganzen Universum an sich, die werden da, glaube ich, auch so zuschlagen, aber im Endeffekt 25 Euro für die Battle Ram hier, das ist bei, ich muss immer mal wieder gucken, das ist bei 188 Teilen schon in Ordnung. Also, beziehungsweise grenzwertig. Ich meine, das Ding, es sind halt auch sehr viele kleine Teile verbaut. Es ist jetzt nicht unfassbar groß. Es macht auf jeden Fall Spaß. Ich würde auch sagen, dass das Geld das total wert ist. Aber das ist schon ein bisschen hart an der Grenze. Man muss es im Kopf ungefähr so rechnen. So für 10 Teile in 1 Euro ist ja immer so das, was man da in der Welt von Klemmbaustein gerne so als Maßstab nimmt, was so okay ist. Und wenn man dann halt überlegt, die beiden Figuren sind halt einfach im Vergleich zu anderen Klemmbausteinherstellern viel aufwendiger, viel besser, viel schöner. Gerade dazu auch, was ich hier noch mal hervorheben will, bei dem, ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, jedenfalls der Typ, der mit dem rotierenden drei Augen, was auch ein sehr cooles Feature ist übrigens, man kann die hier so rotieren, je nachdem, was für eine Stimmung er hat. Wenn er entspannt ist, halt das Blaue, dann das Orange und dann, wenn er richtig wütend ist, wenn er mal wieder seine Steuererklärung machen muss oder so in Eternia, dann hat er rote Augen. Und ja, das ist ganz cool, so kann man das. Also ich glaube, wie gesagt, das ist ein tolles Spielset und das hat auch wirklich einen Mehrspielwert so ein bisschen für mich, weil, wie gesagt, habe ich letztes Mal schon gesagt, Masters of the Universe sind in erster Linie Actionfiguren, die durch eine Kinderserie promotet wurden. Und daher finde ich auch, muss man da nicht so im Hintergrund viel von der Materie drauf haben. Aber genau, die sind richtig cool und die Gesichter. Die Bemalung von den Teilen, die bemalt werden, ist extrem gut. Also man merkt hier bei dem, dass das Teil unter diesem drehbaren Augending, der Kopf halt in schwarz oder so, ja doch schwarz gegossen ist und da mit einer Hautfarbe hier drüber gemalt wurde, damit man, ich werde versuchen, das nochmal zu vergrößern, damit man da halt das Fleisch vom Gesicht, die Hautfarbe drüber bekommt und das als jemand, der selbst auch ein bisschen Tabletop macht und auch schon öfters Hautfarbe über schwarz gemalt hat, über eine schwarze Grundierung, das ist nicht einfach. Das erfordert ein paar dünne Schichten. Und ich sag mal, bei Lego zum Beispiel ist es ja oft so bei den Batman-Gesichtern und so gewesen, dass da auf der grauen Brust einmal drüber gedruckt wurde mit der Hautfarbe und das dann nur so irgendwie so milchig-gräulich aussieht. Das ist überhaupt nicht. Das ist wirklich eine knallige, schöne Farbe und wie gesagt, ich weiß, wie schlecht so eine Farbe auf so einem Untergrund deckt und das hat mich echt umgehauen, als ich da mal drauf geachtet habe. Auch hier die Augen, wie die bemalt, nehme ich an, sind. Also das sieht für mich teilweise handwerklich aus. Vielleicht auch nicht, aber jedenfalls, die sehen auch, wie gesagt, der Detailgrad ist absolut enorm. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass die halt bei, oh, ich verwechsel das immer, Hasbro, dass die das so rechnen, dass die quasi sagen, okay, wir nehmen so 5 bis 10 Euro für die Figuren und der Rest, das sind knapp 200 Teile, machen wir so grob 220 Euro, 200 Euro, das wäre wirklich nicht so ein Schnäppchen. Genau, und dann entsteht so dieser Preis. Das finde ich hier auch wirklich noch okay, was ich halt cooler fände, gerade bei dem Ding, wo man hier wirklich coole Spielfunktionen hat, wo man das hier so abnehmen kann und dann so zwei hat, das ist ziemlich, ziemlich cool. Und wo man halt eine Figur wirklich gut dann hinten auf diesem Schützenposten positionieren kann, den anderen, der den Speeder so nimmt und dann so cruist, finde ich ziemlich cool. Und das wäre halt geil, wenn man jetzt sagen könnte, okay, das kostet vielleicht
15 oder 20 Euro, dann könnte ich sagen, mit einem Budget von 100 Euro kann ich mir das Teil 5-mal holen und kann dann so eine schöne, coole, kleine Armee mit denen aufbauen. Das ist das, was man sich als Kind immer wünscht und als Erwachsener, wenn man dann es nie zu spät für eine glückliche Kindheit hat, dann umsetzen kann, so eine kleine Armee hier so aufbauen und damit so Stop-Motion-Filme drehen und so. Also da sehe ich halt echt viel Potenzial und mich strecken diese 25 Euro ab, weil auch die Figuren, ich meine, die sind relativ generisch, die kann man auch öfters benutzen. Das wäre halt cool, wenn das ein bisschen günstiger wäre, dass man die wirklich vervielfältigen könnte. So muss ich sagen, es ist ein ziemlich geiles Set mit ziemlich, ziemlich geilen Teilen. Und die Farben gefallen mir richtig gut. Also das ist auch so ein Türkis und Grün, hebt sich aber deutlich von dem Grün ab, was wir hier bei diesen Bases, die da auch dabei sind, diesen Standartenträgersachen dabei haben. Und die Farbe gefällt mir richtig gut. Ist natürlich von dem Original, der Original Battle Ram. Also da gab es ja nämlich auch mal ein Spielzeug. Ich glaube, ich habe da sogar schon mal Bilder von gesehen, weil es ist absurd witzig und groß. Ich mag das Teil. Gerade so die Designsachen finde ich echt schön gelöst. Wie gesagt, sind viele kleine, aber es sind schöne Teile dabei. Gerade so bei dem Speeder da unten, die Details, das ist auch ganz cool. Man kann hier bei dem Speeder, da ist vorne so ein Kopf für so ein Tier drauf, also dass man das so ein bisschen individualisieren kann. Da kann man entweder so einen Adlerkopf nehmen, den persönlich finde ich ein bisschen cooler, oder so einen Schlangenkopf, den man da auch draufsetzen kann. Ich meine, der gibt auch irgendwo Sinn, weil die Bösen sind da ja bei Snakebite Mountain, heißt das Ding doch, oder so ähnlich. He-Man-Fans, schlagt mich in den Kommentaren, ist okay, ihr habt volle Einverständnis dafür. Genau, und das finde ich halt, oder auch hier diese Karosserie, die ist, und mit diesen ganzen technischen Details, und das ist wirklich mit vielen schönen Ideen, mit viel Liebe gestaltet, das gefällt mir richtig, richtig gut. Auch, dass man die Figur hier hinten, wenn man die so drauf machen kann, kann man das so ein bisschen bewegen und der Figur anpassen, dass man die in coole, schöne Action-Posen stellen kann. Also das gefällt mir alles gut, aber wie gesagt, ich finde es mindestens 5 Euro zu teuer dafür, dass man es an ein breites Publikum bekommt. Und ganz ehrlich, die wirklichen Fans, die sich jetzt sagen, ey, ich habe die Burg, ich habe Bock, den ganzen Kram zu haben, die schreckt das eh nicht ab, die kaufen ja eh alles. Will ich mich selbst gar nicht rausnehmen. So. Und das ist ein cooles Set, aber ja. Das ist das kleine Downside. Wenn ihr keine Budgetprobleme habt und euch sagt, ey, 25 Euro, ich bin Fan, mir gefällt das, holt's euch von meiner Seite aus. Ich finde das Ding wirklich, wirklich cool und vor allem halt die Figuren, dass man hier diese auch mal andere Figuren hat, dass man hier das Ding so ein bisschen drehen kann und dass man bei ihm hier sich auch aussuchen kann, wie lang man den Hals macht, wie man den positioniert. Und ich meine, das ist einfach, ich find's cool. Also ich kenne den Charakter nicht. Ich kenne nur ihn hier aus der neuen Serie so ein bisschen, aber das gefällt mir richtig gut. Was auch noch löblich zu erwähnen ist, es gibt dieser Klotz, den habe ich vielleicht schon mal vorhin hochgehalten, kennt man den? Das sind einfach zwei 2x4 Platten aufeinander und die sind im Set und im Bau mit drin, aber die benutzt man später nicht mehr, die nimmt man ab. Die macht man am Anfang hier so hin und dann baut man quasi das gesamte Modell um die herum und nimmt die am Ende ab. Einfach nur, um dem Ganzen beim Bau ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Das ist einfach schön. Das ist das, was ich bei der Castle Grayskull schon so oft gesagt habe. Man merkt ja einfach, dass die Designer einfach mitgedacht haben und die Produktentwickler. Und so halt für das, was sie an Budget hatten, wirklich ein richtig, richtig tolles Teil rausgeholt haben. Wie gesagt, ich könnte mir vom Design und von dem Aufbau her, ich bin aber auch kein Experte, könnte ich mir nicht vorstellen, wie man das irgendwie cooler gestalten könnte. Das finde ich ziemlich cool. Genau. Nee. Das wäre das eine. Und hier, wie gesagt, relativ ähnliches Thema. Auch hier wirklich cooles Set, aber hier ist es mit dem Preis nochmal so ein bisschen, na, man bezahlt für die Figuren. Muss man wirklich so sagen. Also ich meine, ist das Rotorn? Ist das also jedenfalls dieses schöne Kriegsgerät von Skeletors Leuten? Das Ding hat 171 Teile und kostet also nochmal weniger als das für 25 und kostet 30 Euro. Das ist halt schon eine Ansage, weil man im Endeffekt, ihr bezahlt die Battle Cat. Ihr bezahlt die Battle Cat und ihr bezahlt He-Man. Und das war es im Wesentlichen. Der He-Man übrigens, der He-Man ist nicht derselbe He-Man, den man in der Castle Grayskull hat. Kurze Erläuterung, ich habe mir das Set als allererstes geholt, weil das einfach so ein Impulskauf war. Ich habe gesehen, boah, das gibt's bei mir im Laden, cool. Musste ich einfach zuschlagen. Die Figur finde ich aber, wenn man in Anführungszeichen, wie ich, nicht weiß, dass es noch diesen nochmal cooleren, ich werde die beiden auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man gut das sieht, vielleicht mache ich nochmal eine Nahaufnahme. Wenn man die beiden nebeneinander hält, also der ist natürlich viel geiler, also von den Farben her, von den Details und so weiter. Aber ich finde den hier auch voll okay. Also ich habe mich bei dem hier schon extrem darüber, kann man das so ein bisschen, ich habe mich bei dem hier schon mega darüber gefreut. Wie gesagt, das war der erste von den beiden.
den ich hatte. Ich habe mich bei dem schon mega über den Detailgrad gefreut, darüber, dass das Gesicht so schön ausmodelliert ist, dass die Axt so einfach dreidimensional gestaltet ist, dass die Gelenke überall so gut funktionieren, dass man hier noch Bänder hat, die man dran macht und so. Der hier ist halt nochmal, also wie gesagt, der ist einfach perfekt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man irgendeine Figur oder Actionfigur selbst in der Größe irgendwie besser machen könnte. Das Ding ist einfach eine Granate. Aber ganz ehrlich, wenn man eine Rieseninvestition für diese Burg da hinten macht, kann man auch erwarten, dass da, finde ich, nochmal was Gutes dabei ist. Von daher finde ich den hier auch vollkommen cool für das kleinere Set. Und da merkt man halt, dass der doch etwas spielzeugiger ist als die andere Figur. Und ja, den Meermann, glaube ich, heißt er auf Deutsch, finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Vor allem, weil der halt hier diese Metallchromfarben da drin hat, die gefallen mir sehr gut. Und einfach insgesamt diese Echsenoptik mit den beiden Waffen auch dabei. Gefällt mir auch ziemlich gut. Kann man nicht viel zu sagen. Ist einfach wie alle eine extrem geile Figur. Für den Maßstab unfassbar toll. Genau. Aber kommen wir auf die beiden Sachen hier nochmal. Das Ding ist zwar, wie gesagt, wirklich, wirklich teuer. Ich finde den 30-Euro-Preis, ihr bezahlt einfach, wenn ihr die Figuren haben wollt, die ihr geil findet. So. Aber das Ding macht trotzdem echt Spaß. Also auch wie hier haben wir eine kleine Schießfunktion. Die werde ich jetzt nicht demonstrieren, weil, naja, ich nicht mit einem Video nach da hinten rennen und mir die Schlösser zurückholen. Aber glaubt mir, das schießt ziemlich gut. Und vor allem, was ich ziemlich cool finde, wie glaube ich bei dem richtigen Teil auch, das ist durch einen sehr schlauen Mechanismus gelöst. Guckt mal, wie das erwartet. Ich muss. Ja, so kann man es auch erkennen. Ich bin jetzt leider aus der Kamera etwas rausgefahren, aber gebt euch das. Ah. Ja, man muss es schon ein bisschen fester reindrücken. Ja. Ich hoffe, man erkennt es. Wenn nicht, mache ich nochmal eine Nahaufnahme später. Aber das finde ich echt cool. Wenn man das so ein bisschen runterdrückt. Der Mechanismus ist eigentlich auch ziemlich leicht. Man hat hier zwei verschieden große Räder. Das eine Rad ist ein bisschen größer und berührt halt Boden und dieses Drehgerät, was halt auch ein wirklich cooles Formteil ist. Und auf der anderen Seite hat man einfach ein kleineres Rad. Also total simpel eigentlich, aber mega cool. Und ich glaube, man kann damit auch. Probieren wir mal, ob wir den Prinz Adam jetzt umnieten können. Es funktioniert! Ich habe jemanden getötet. So wie jeder in dieser Serie aktuell gefühlt. So. Entschuldigung. Nee. Und dann haben wir halt hier das Ding, worum es wirklich geht. Die Battle Cat. Beziehungsweise Cringer, glaube ich, heißt er ja, wenn er nicht. Also das ist auch ganz cool, ihr könnt ihn auch in Cringer zurückverwandeln, beziehungsweise in so eine etwas säbelzahnigere Version. Aber dann das nochmal, das Gesicht ist so unfassbar cool. Ich mach mal die ganze Rüstung hier so ein bisschen ab. Es ist im Endeffekt, das sieht man ja auch bei der richtigen Figur von der Battle Cat. Das war ja ursprünglich, waren die ganzen He-Man-Figuren ja einfach nur Prototypen zu den Conan-Figuren, die niemals veröffentlicht wurden, woraus man dann andere Sachen gemacht hat. Und die Battle Cat war ja ursprünglich einfach nur ein Tiger, den man ein bisschen mit Grün und Gelb angemalt hat. Und das merkt man hier auch bei der Figur so ein bisschen. Also das finde ich schön, dass das so rübergebracht ist. Und das Gesicht, ich finde das Gesicht so unfassbar cool, wie die Streifen gemalt haben, wie die Augen mit den Pupillen auch noch, dass da im Mund das alles. Also wie gesagt, ich bin von dem Detailgrad der Figuren absolut umgeballert. Auch mit dem Näschen dabei, das ist ziemlich cool und man kann die wirklich toll positionieren. Also ich mache sie mal von ihrer Platte ab. Da kann man wirklich, kann die auch so ein bisschen fieser gucken lassen, so wenn man die so runter macht. Schwanz aufstellt und die sich so ein bisschen lauernd, wie so eine Katze halt. Ich kenne das von meinem Kater. Das sieht alles ziemlich cool aus. Also man kann wirklich viel damit machen, wenn man dann noch den He-Man da reinsetzt. Finde ich, hat man richtig viel Spaß damit. Genau. Also ihr merkt, ich bin auch bei dem Set wie bei allen ziemlich, ziemlich gehypt. Bei mir ist halt echt so ein bisschen das Thema, dass ich finde, dass das sind halt die Sets, die potenziell die jungen Kunden von Lego wegholen und zu cooleren anderen Alternativen hinholen könnten. Dafür sind sie mir einfach beide zu teuer. Ich meine, hier, ganz ehrlich, das Teil hier mit seinen, ich weiß nicht, knapp, wenn es 170 Teile sind, lass das 150 oder so sein, meine Güte. Das ist halt 10 € vielleicht und für die anderen Figuren insgesamt werden es 20 sein. Wie komme ich auf diese Rechnung? Es gibt ja einen Skeletor zusammen mit einer Plüschversion von Pantor, also dem Äquivalent von den Bösen zur Battle Cat, der dafür 20 € einzeln verkauft wird. Ich denke, die Plüschversion holt noch mal ein bisschen was raus, aber im Endeffekt 20 oder 15 und hier noch mal bis ungefähr, dann habt ihr den Preis ungefähr. Das ist halt hart, aber ihr bezahlt halt, dass ihr dann die He-Man-Figur habt. Das ist es im Wesentlichen.
Ich finde es, wie gesagt, in Ordnung, weil man halt auch wirklich hier, muss man auch dazu sagen, wirklich einen coolen Mechanismus, große Teile. Und ich glaube auch in der Herstellung und in der Bemalung, so Figuren und sowas herzustellen, ist natürlich viel komplizierter als einfach so diese kleinen Teile. Von daher kann ich mir sogar vorstellen, dass der Preis von 30 Euro, wie gesagt, ich fände es cooler, wenn es 25 oder 20 wären und hier 15 oder 20. Fände ich persönlich einfach angenehmer, weil es dann eine breitere Zielgruppe bekommen könnte und das dann nicht sowas für Fans vor allem trotz allem ist, weil ich mich als Kind total über diese Sachen gefreut hätte. Also auch, man braucht, wie gesagt, man braucht keinen Bezug dazu haben, aber das sind einfach so tolle Produkte hier. Ich hatte wirklich Spaß damit, mir die Figuren so ein bisschen rum zu positionieren. Also ich hatte, wie gesagt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit und das ist einfach wirklich cool. Nur halt, wie gesagt, ich wiederhole mich die ganze Zeit, es wäre netter, wenn man das ein bisschen erschwinglicher hätte. So, ich glaube, ich habe im Wesentlichen alles gesagt. Ich kann nochmal gucken. Ich mache mir immer so ein bisschen Notizen, während ich die Sachen zusammenbaue. Joa. Augenfarben, bla bla bla. Ja. Ach ja, der Bau von dem Teil ist halt einfach sehr schnell. Bei dem Teil auch. Es ist aber relativ abwechslungsreich. Da sind ein paar interessante Bautechniken da drin. Ja, ihr müsst euch halt nur darauf einstellen, es ist ein Fahrzeug gebaut, halt jede Seite zweimal in der Regel. Aber ja, ansonsten, wie gesagt, wirklich, wirklich cool. Aber nee, die wichtigen Punkte habe ich alle drin. Von daher hoffe ich, dass ich euch nicht allzu viel... 16 Minuten, das ist für... Naja, sagen wir, ich hätte es schneller machen können, aber hey, wir hatten Spaß zusammen, hoffe ich. Vorausgesetzt, ihr seid bis jetzt überhaupt dran geblieben, aber nein, genau. Nee, ich werde mir noch aus der Serie für, ich glaube, 60 oder so diesen Turm... den man als Erweiterung für die Castle Grayskull benutzen kann, zusammen mit diesem Flieger, wo auch die Skeletor und die Pantor-Figuren dabei sind, werde ich mir noch holen. Ich weiß nicht, wann ich das machen kann. Wie gesagt, die Videos verdrehe ich alle sehr zeitversetzt, weil ich einfach gucken muss, dass ich das Budget habe und veröffentliche die dann in einer Schlange. Deshalb habt ihr immer mal so Zeitsprünge drin. Vielleicht sind meine Haare bis dahin auch schon viel länger. Genau. Und ich glaube, dann mache ich da noch ein Fazit da dran. Den Pantor für 20 Euro einzeln aus Plüsch werde ich mir nicht nochmal holen, weil... wenn danach nochmal irgendwann neue Sets rauskommen, dann... werde ich euch da auch wahrscheinlich, wenn sie bei mir in der Gegend möglich verfügbar sind, werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten. Genau. Habt eine wundervolle Zeit. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt bei meinem Geschwafel. Macht's gut.